Wir freuen uns jetzt, Alhamdulillah, dass viele Leute hier sind. Und wir sagen, MashaAllah, wie viele Jugendliche sind jetzt hier in der Moschee, wie schön, wie viele Mädchen. Aber Achi, wie viele muslimische Mädchen liegen jetzt mit ihrem Freund im Bett? Und wie viele von den muslimischen Jungen sind jetzt in der Spielhalle? Und wie viele von den Jungen sind gerade vollgekifft irgendwo an der Ecke am Liegen? Achi, wenn du die Relation siehst, Achi, dann musst du weinen. Guck mal, wie viele gesagt haben, ja, ich mache den Disco-Muslim, den Möchtegern-Muslim. Und dann auf einmal sind sie abgesoffen. Wo sind sie gelandet? Im Kuffer. Erschossen worden. Erstochen worden. Im Bett mit der Freundin gestorben. Im Drogenrausch gestorben. Alkoholisiert im Steuer gegen den Baum gefallen. Schau dir an, wie viele von der Sorte siehst du. Ach, das sind keine Einzelfälle. Das muss dir eine Warnung sein. Du kannst morgen der Nächste sein, dem das passiert. Warum? Weil irgendwann sollst du ab. Der sagt, ich fange mit 40 an, ist wie jemand, der sagt, der ist 200 Meter vom Land entfernt, im Meer. Ja, stell dir vor, du bist im Meer, in deinem Heimatland. Und du sagst, ja, du bist schon einen Kilometer rausgeschwommen und du sagst, ja, ich schwimme noch eine halbe Stunde rein, dann komme ich wieder zurück. Umso tiefer du reinschwimmst, umso schwerer wird es, wieder an Land zu kommen. Umso tiefer du reinschwimmst in die Sünde, umso schwerer wird es, von der Sünde wegzukommen. Deswegen fang heute an. Fang heute an mit dem Gebet. Ach, wer will dich retten? Wer will dich retten, wenn du diese Worte heute hörst und du fängst dich an zu beten? Wer will dich retten vor Allah? Alam ya'tikum nadhir? Was sagen die Leute, die Hüter der Hölle, was sagen die zu denen, die in die Hölle kommen? Alam ya'tikum nadhir? Kam zu euch kein Warner? Was sagen die? بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. Die sagen, doch, zu uns sind schon Warner gekommen. Aber wir haben gesagt, Allah hat nicht herabgesandt. Ihr seid doch nur im großen Irrtum. Willst du dazugehören? Willst du dazugehören? Ach, du weißt Bescheid. Was hält dich auf? Der sagt, ja, ich kann doch nicht beten. Ich mache so viele schlechte Taten, da kann ich doch nicht beten. Hä? Wo steht das? Wer hat das gesagt? Opa, Oma, irgendwie der Nachbar von nebenan oder Haji so und so hat das erzählt. Wir fragen, was sagt Allah und was sagt der Gesandte? Wir fragen nicht, was sagt Karl Heinz oder was sagt Ahmed oder was sagt Fuad. Wir fragen, was sagt der Prophet, was steht im Koran? Im Koran steht, Inna Salate tanna anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das heißt, wenn du schlechte Taten machst, du musst deine Seele selber reinigen mit dem Gebet, damit du davon wegkommst. Ansonsten wirst du nie damit aufhören. Das ist das Problem. Jetzt, nächste Ausrede, nächste Sache, die kommt, die ich dazu bringen muss, ist, Allah, wenn wir schon sagen, was ist unser Maßstab, Koran und Sunnah, was sagt Allah? Sagt Allah, ja, wenn du eine schlechte Tat machst, oder sagt der Prophet, wenn du eine schlechte Tat machst, mach keine gute Tat. Die Leute, die sagen, ich mache schlechte Taten, deswegen kann ich nicht beten, ist wie jemand, der bei schlechten Taten machen, darf ich keine guten Taten machen. Ist total hohl. Erstmal logisch gesehen ist das schon total hohl. Und ihr wisst genau, wie viele Leute das sagen. Und das ist der Scheitan. Der Scheitan sagt zu dir, ja, wenn du trotzdem betest, bist du wie ein Heuchler. Nein, du betest für Allah. Lass dir nicht einreden, Heuchler, warum willst du beten? Für Allah oder nicht? Also dann bete für Allah. Und lass dir nicht einzeln, ja, wenn ich trotzdem schlecht habe, ich heuchle. Du brauchst Medizin, die Medizin musst du nehmen. Du kannst auch nicht sagen, wenn du Angina hast, ja, der Arzt verschreibt dir Penicillin, du sagst, ja, ich werde erstmal gesund, danach nehme ich Penicillin. Das geht nicht. Du musst anfangen, das Penicillin einzunehmen. Das Penicillin in der schlechten Tat ist das Gebet. Der nächste Punkt, was sagt der Prophet? Wir sagen nicht, ja, okay, was hast du irgendwo gehört, weil es gibt viele Leute, die sagen, sie sind Haji, und übrigens Haji heißt gar nichts.
geh nach Mekka, glaub es mir, du siehst die unwissendsten Leute da, wenn du zur Hajj kommst. Jeder macht dem anderen irgendwas nach. Der eine schlägt an die Wand, macht so, dann geht jeder andere danach und macht auch so. Hat überhaupt nichts zu sagen. Hajji, Hajji. Hat was da, Hajji, du sagst auch nicht Musalli, weil du betest. Ist kein Titel. Hajji ist eine Pflicht im Islam. Ali radiallahu anhu sagt, wer man kadar al Hajji, fatarakuhu, falaysa alayhi an yamuta yahudiyyan aw nasraniyyan. Wer die Hajj kann und verlässt sie, und er hat die Möglichkeit dazu, der kann auch als Jude oder Christ sterben.